Ich komme nun zu den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse. Wir haben uns verständigt, dass die Beschlussempfehlungen ohne Aussprache aufgerufen werden, und gehe auch davon aus, dass wir auf die Berichterstattung sehr bedauerlicherweise, aber es macht vielleicht dann heute Abend doch noch Sinn, verzichten. Das ist offensichtlich der Fall. Alle wollen verzichten. Das ist sehr großzügig. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 52, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Antrag der Abg. Elke Barth und andere, Drucksache 20-2755 zu Drucksache 20-2677. Wir verzichten auf die Berichterstattung. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Frei, das ist die FDP, die CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Die SPD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit haben wir die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 53, Beschlussempfehlung Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Gesundheitsschutz berücksichtigen. 20-2756 zu 20-2680. Wir verzichten auf die Berichterstattung. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? AfD, Freie Demokraten, die SPD. Wer enthält sich der Stimme? DIE LINKE. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 54, Beschlussempfehlung im Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses zu dem Dringlichen Antrag der Fraktion DIE LINKE beschäftigt den systemrelevanten Berufen stärken. 20-2766 zu 20-2680. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Freien Demokraten, die CDU, Bündnis 90 die Grünen. Stimmen Sie noch zu, Herr Lambrou? Die AfD stimmt auch zu. Wer ist dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der Sozialdemokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 55, Beschlussempfehlung im Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses zu dem Dringlichen Antrag der Freien Demokraten betreffend der öffentliche Gesundheitsdienst hat eine zentrale Bedeutung. Wir verzichten auf die Berichterstattung. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? AfD, die Freien Demokraten, die SPD. Wer enthält sich der Stimme? DIE LINKE. Damit haben wir die Beschlussempfehlung angenommen. Damit kommen wir zu Tagesordnungspunkt 63, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE. Da geht es um UKGM. Ich kürze das jetzt ab. Drucksache 20-2801, Drucksache zu Drucksache 20. Ja, ich habe es mir schon fast gedacht, aber komm, wir machen es jetzt wegen der Zeit. 20-2669. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? CDU und Bündnis 90 die Grünen und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die SPD, DIE LINKE und die AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 64, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst. Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD, auch UKGM. Wir verzichten auf die Berichterstattung. Wer bestimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die AfD, die Freien Demokraten, die CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? Die SPD und DIE LINKE. Hält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 65. Wir haben es fast geschafft. Beschlussempfehlung Bericht Haushaltsausschuss zu der Feststellung der Schlussbilanz des Hessischen Rechnungshofes vom 31. Dezember 2019, Drucksache 20-2804. Wir verzichten auf die Berichterstattung. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist fast das ganze Haus. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Ich frage sicherheitshalber. Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 66. Ja, das ist zum Schreien, was wir hier manchmal machen. Das stimmt. Muss man sagen. Muss man sagen. Verstehe ich. Aber die Buchhaltung muss halt auch stimmen. Also, ja, der hat es als Abgeordneter wahrscheinlich gesagt, der Staatsminister. Also, Tagesordnungspunkt 66, Beschlussempfehlung und Bericht des Europaausschusses zu dem Antrag der Fraktion der AfD, Corona-Bonds und EU-Kurzarbeiterprogramm 20-2811 zu Drucksache 20-2645. Wir verzichten auf die Berichterstattung. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist das ganze Haus. Wer ist dagegen? Also nicht das ganze Haus, Entschuldigung. Die AfD stimmt dagegen. Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist die Beschlussempfehlung abgelehnt. Angenommen. Die Beschlussempfehlung ist natürlich angenommen. Tagesordnungspunkt 67, Beschlussempfehlung Bericht des Europaausschusses zum Dringlichen Entschließungsantrag CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 20-2812 zu Drucksache 20-2693. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Freien Demokraten, die CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die SPD. Wer ist dagegen? Das ist die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Und jetzt rufe ich zuletzt auf. Ja, bitte, Kollege Günter Rudolph. Ja.
Wir wollen mal testen, ob das auch noch alle mitkriegen. Wir bitten die Ziffern, die Buchstaben A und B getrennt abzustimmen. Also, das ist, lassen Sie mich mal ganz kurz das aufschlagen. Ja, man muss schon fit bleiben bis zum Ende. Habt ihr vollkommen recht. Also, was wollt ihr abstimmen? A und B. Getrennt. Ja, dann frage ich zunächst, wer für die Annahme der Ziffer, des Buchstabens A ist, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die Freien Demokraten, die Sozialdemokraten. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Linke und die AfD. Damit ist die Ziffer A angenommen. Ziffer, also Buchstabe. Buchstabe B. Wer ist für Buchstabe B? Das ist CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die SPD, die Fraktion Die Linke. Wer ist dagegen? Die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Das sind die Fraktion der AfD. Ich muss das jetzt aber nicht noch einmal gesamt abstimmen lassen. Nee, alles klar. Gut, gut. Ja, ich wollte es ja nicht komplizieren. So, jetzt kommen wir aber dann zum Tagesordnungspunkt. Was haben wir jetzt? 68. Den haben wir noch nicht, gell? Nee, wir haben doch 67 gemacht. Nee, 68. Entschuldigung, alles in Ordnung. Gut, 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 gut. Ist gut, 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 gut. Alles klar. Haben wir alles richtig gemacht. Beschlussempfehlung ist also, ich stelle fest, Beschlussempfehlung ist angenommen. Das stelle ich fest mit den genannten entsprechenden Abstimmungsverhältnissen. Wir sind am Ende der gesamten Abstimmung angekommen. Mir hatte der freundliche Kollege und parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion der SPD mitgeteilt, dass Top 36 abschließend in den Sieger überwiesen werden soll. Er stimmt zu. Dann machen wir das so, wenn keiner widerspricht. Ich darf die Geschäftsführer fragen, ein bisschen Ruhe noch, wenn es geht. Bitte ein bisschen Ruhe noch. Ich darf abschließend noch fragen, wie gehen wir mit den restlichen Tagesordnungen der Tagesordnung um? Sollen die alle ins nächste Plenum? Alles ins nächste Plenum. So machen wir das. Und da darf ich dann zum Abschluss auch noch eine gute, nein, was heißt eine gute, aber eine durchaus positive Mitteilung machen. Denn wir hatten im Terminplan vorgesehen, dass wir in der nächsten Plenarsitzung Ende Juni auch am Freitag, den 26. Juni 2020 tagen. Ich habe jetzt die Rückmeldung von den Geschäftsführern bekommen, dass wir auf den Plenartag, also den Freitag, den zusätzlichen Freitag verzichten können. Da wir, ja, ja, aber ist ja nicht so. Da sollte man vielleicht, weil wir ja im Livestream sind, den Menschen auch mitteilen. Da wir ja am 16. Juni 2020 und am 30. Juni 2020 eine Sonderplenarsitzung jeweils vereinbart haben. Also, wenn man das gegeneinander aufwiegt, ist das schon mehr Arbeit. Also, so ist das und so soll das auch sein. Ich habe die gemeinsame kurzweilige Zeit der letzten Tage genossen. Wir haben bald mehr Zeit, uns gegenseitig zu genießen. Bis dahin sage ich, bleiben Sie gesund und kommen Sie wieder.